mir auf meinem Kanal. Ich habe heute einen Kiko-Haul für euch. Und zwar, ich war jetzt die letzten 2 Tage, ganz aktuell drehe ich heute, wenn es für euch hochgeladen kommt, hoch, da ich aktuell unfassbar gute Angebote bei Kiko abgestaubt habe. Und da sind auch ganz, ganz viele LE-Produkte dabei, die ich für das Geld, wofür es angeboten war, jetzt nicht so gerne gekauft habe, aber ich zeige euch sehr, sehr gerne, was ich jetzt hier eingekauft habe. Ich wollte noch mal darauf hinweisen, dass ich ja meine 300 Abonnentenverlosung gerade laufen habe. Ich werde euch das Video hier oben auch verlinken. So könnt ihr auf jeden Fall daran teilhaben. Und vergesst bitte nicht, wenn ihr ganz neu seid, unten den Abonnier-Button zu drücken. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Und ich zeige euch sehr aktuell diesen Kiko-Haul, weil er ganz aktuell auch im Kiko praktisch gemacht wird. Und damit ihr praktisch noch bis Samstag Zeit habt, ein paar Items abzustauben, zeige ich euch jetzt, was sich für mich gelohnt hat, so einzukaufen. Ich habe euch jetzt ein bisschen näher rangeholt, damit ich euch die Items besser zeigen kann. Also, erstens mal, ich bin tatsächlich so in die Stadt gegangen. Ich habe gedacht, heute ist Mermaid-Style angesagt. Und ich werde euch auf jeden Fall, also ich habe hier recht viele Items eigentlich drin. Und ich habe um die 35 Euro bezahlt. Ich habe recht wenig Geld bezahlt, Leute. Aber ich würde euch sehr, sehr gerne dran teilhaben lassen. Das erste, ich habe allerdings ein paar Packungen weggepackt. Das erste, was ich euch gerne zeigen wollte, ist von der Isa Orphan. Das ist praktisch von der, ich glaube, wie heißt denn diese Reihe? Das ist diese Asia Touch Reihe. Das ist jetzt, glaube ich, eine LE. Die gab es jetzt etwa von Herbst, so etwa 2 Monate. Gab es einen so, so schönen Taschenspiegel, ihr Süßen. Und zwar, ich mache euch den mal auf, weil der ist ultra schwer aufzumachen. War ein ultra schöner Taschenspiegel. Und zwar einer mit so einem größeren Fokus, wo ihr praktisch euch größer sehen könnt und einen kleineren. Der ist so toll verpackt. Da seht ihr auch jetzt zum Beispiel mein Handy im Hintergrund. Der ist ganz so im Klavierlack-Optik. Und ich habe den gekauft. Ich kann euch leider die Preise nicht einblenden, beziehungsweise unten in die Infobox schreiben, weil das alles so Preise sind, ja, die ich euch jetzt eher jetzt nennen werde. Der hat mal, glaube ich, 8 Euro gekostet und ich habe mich für 3,45 Euro gekauft. Wie gesagt, das sind ja alles LE-Produkte und die schmeißen die jetzt einfach raus, weil jetzt kommt ja auch Frühling. Für die schon ist es ja fast für Winter zu spät. Und wie gesagt, das ist ein wunderschöner Taschenspiegel, wie ihr seht, in diesem total schönen Optik. Ich habe von dieser Asia Touch Reihe, ich glaube, nochmal ein Item gekauft. Und zwar ist es eine wunderschöne Lidschattenpalette. Alle Lidschattenpaletten kommen mit einem kleinen Spiegel. Und ich zeige euch mal die Farben, Leute. Unnormal schön. Man denkt, es ist weiß und schwarz. Ich werde es euch sehr, sehr gerne swatchen. Es ist ein ultimativ geiles Anthrazit. Und die geilste Farbe überhaupt ist das hier. Könnt ihr das erkennen? Das ist ein wunderschöner Iridescent-Ton in so einem Blau-Weiß. Ich habe den schon ganz, ganz oft gesehen und ich fand den so schön. Aber die ganze Palette war nicht billig. Also die LEs von Kiko sind sehr, sehr high-priced. Das kann ich euch gleich sagen. Da ist irgendwie nichts im Angebot. Also ist auch nicht wirklich billig. Aber ich fand die so, so schön. Und wie gesagt, auch die Farben, um sie euch nochmal zu zeigen. Wie gesagt, das ist jetzt Graphite Touch. Also wie gesagt, ihr seht ja, das ist jetzt nicht ganz schwarz, ihr Süßen, sondern es ist eher so Graphitfarben, Tatsache, ja. Und dieses krasse Blau, das seht ihr hier auch abgespiegelt. Das kommt so krass. Ich trage es euch jetzt ganz gerne mal im Inner Corner Highlight auf. Also ich nehme jetzt einfach einen Pinsel, nehme jetzt davon wenig Farbe ab und setze mir das hier als Inner Corner Highlight. Leute, das kommt so geil raus. Ich sag's euch. Seht ihr das? Also es ist unnormal schön. Also wie gesagt, bekommt ihr diese Reihe noch, würde ich sie euch so, so empfehlen. Die ist einfach wunderschön. Und ich muss sagen, ich habe für diese dann, ich glaube, statt 8,95, 5,95 bezahlt. Und dafür habe ich dann echt kein Problem gehabt. Dann habe ich, wie gesagt, ich zeige euch jetzt mal alle die Limiteds, die ich... Das ist aus der Fall 2.0 Reihe. Und zwar ist das ein Magnetic Eyeshadow. Das ist im Prinzip, so wie ich diese Frau da verstanden habe, ein loser Lidschatten. Und ich nehme jetzt einfach mal die Probe von dem Deckel herunter, ja. In einem unnormal geilen Konsistenz. Das ist einfach...
Ich kann es euch gar nicht beschreiben. Schaut, könnt ihr das sehen? Das ist ein Velvet-Kissen, so ein Velvet-artiger. Und da ist das Pigment. Das ist einfach ein loser Lidschatten. Leute, der ist unnormal geil. Und ihr könnt praktisch das ja lose, könnt ihr in das Pigment reingehen. Ja. Und dadurch, dass das magnetisch ist, geht dieser Pen, verliert er seine Form nicht. Und ich fand diese Art von Produkt so geil, dass ich gesagt habe, ich will das unbedingt haben. Aber das war unnormal teuer. Das hat fast 10 € gekostet. Und ich habe es jetzt ebenfalls nur für 5 € bekommen. Die Limited Edition sind auf 50% reduziert, Leute. Rennt hin und schaut, ob ihr da noch irgendwas davon bekommt. Also, das ist so, so geil. Ich muss mal kurz ein paar Putztücher holen, weil das könnte sonst hässlich werden. Ich habe so viele Swatches, die ich euch so gerne zeigen würde. Und die muss ich ja irgendwie abkriegen. Immer wenn man irgendwie was braucht, dann hat man es nicht. Ist es nicht immer so? Meine Güte. Ah, ich mach's so. Es geht. Nimm jetzt einfach das Alverde-Spray. Machen wir das runter. Genau, ich habe jetzt hier ein Mikrofasertuch gefunden, das passt. Ich habe jetzt hier so ein Alverde-Rosenwasser genommen. Da gehe ich dann so über meine Hände drüber. Mein Gott, Jenny, I'm not well prepared. Also auf jeden Fall, das ist so ein Wundertuch. Also es geht auch nicht runter. Also es fällt auch nichts raus. Aber ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das ist in so einem wunderschönen dunkelblau. Es ist im Prinzip ein loses Pigment, was praktisch durch diese Magnet-Touch-Form halt immer in dem Pen bleibt, ja. Auf meinen Lippen trage ich einen Lip-Plumper. Und zwar ein Lip-Plumper ist praktisch das hier von Kiko. Das kennt ihr ja von mir auch aus dieser Instant-Matt-Reihe. Das ist ja praktisch dieselbe Verpackung, die ich erstens mal unnormal schön finde. Das ist aber ein Produkt, was praktisch nicht Limited Edition ist. Das ist, finde ich, auch sehr cool. Und ich muss sagen, dieses Produkt, das ist so ein, ich sage immer, so ein Lip Plumper ist ja im Prinzip einfach so ein Lip Filler, ja, den ihr praktisch so nimmt. Und der hat einen unnormal geilen Duft. Und ihr geht praktisch damit über die Lippen. Und ich habe den jetzt schon seit 2 Tagen drauf. Also ich habe einige der Produkte auch schon getestet. Genauso wie die Lidschattenpalette. Und ich muss sagen, unnormal, wie, also meine Lippen sind ja schon recht groß. Aber ihr fühlt wirklich, dass es so ein bisschen kribbelt. Und ich finde auch, dass die Lippen dadurch sehr, sehr gut durchblutet aussehen. Macht das Sinn? Also auf jeden Fall, das Produkt finde ich richtig, richtig schön. Ich habe natürlich auch noch ein anderes Produkt mitgenommen. Und zwar ist es ein Hydra. Der hat gekostet 6,95 €, weil den habe ich im regulären Preis gekauft. Aber ich wollte euch auf jeden Fall den ganzen Kiko-Haul zeigen. Das ist ein wunderschöner 3D-Hydro-Gloss. Ich habe davon nochmal 2 oder 3. Leute, fragt mich nicht, wo ich die wieder hingeknallt habe. Auf jeden Fall habe ich die hier irgendwo. Das ist ein 3D Hydra Gloss in der Farbe 21. Da könnt ihr das auch lesen, wenn ihr das lesen könnt. Hallo, anzoomen. So, ah, da steht ja Hydra Gloss in der Farbe 21. Und das ist ein so geiles Nude. Also ich kann es gerne mal auftragen über den Lip Plumper drüber. Die Applicator sind super. Die sind sehr, sehr reich an Farbe. Die Hydra-Glosse kosten normalerweise 6,95 €. Auf die gibt es aber aktuell 30% und da landet ihr bei 5,55 €. Ich finde das unnormal gut. Wie gesagt, ich habe davon einige. Ich kann die euch so ans Herz legen. Die sind auch sehr, wie ihr seht, sehr, sehr high pigmentiert. Also wirklich sehr, sehr gut pigmentiert. Und ihr könnt damit wunderbar arbeiten. Sie sind sehr leicht. Sie sind auch nicht sehr klebrig. Und diese Reihe an Produkten kann ich euch super, super empfehlen. Ein Produkt aus der, ich glaube, Fall-Reihe, genau. Das ist dieser Lippenstift, der einfach nur unnormal geil aussieht. Ich habe den jetzt auch noch nicht benutzt. Das ist eine ganz, ganz tolle Farbe. Das ist die Farbe 2.0 in Rosetto. Und es ist wirklich ein ultra cremiger Lippenstift. Und ich kann euch immer wieder sagen, ich habe eine ganze Latte an Kiko-Lippenstiften. Und der ist auch wieder, seht ihr das, magnetisch verschließbar. Und seht ihr, wie krass das im Pigment ist. Also, wenn ihr irgendwo Lippenstifte kaufen wollt, ja, und Kiko ist ja auch cruelty-free, also das ist auch eine Marke, die wirklich auch gut ist. Nicht alle Farben sind vegan, das ist halt wieder die andere Seite, ja.
Aber diese Farben von diesen Produkten, ja, Leute, die sind unnormal schön. Also ich habe so viele Lippenstifte davon. Ich habe jetzt hier davon welche. Ich habe da vorne noch eine ganze Latte an Lippenstiften. Ich habe 2, 4, 6, allein 12 Stück allein auf meinem Tisch liegen. Und die sind alle so, ey, so cremig. Das ist natürlich ein Lippenstift. Das bedeutet halt, dass natürlich der jetzt nicht einfach runtergeht, ja, sondern da müsst ihr halt schon gucken, dass ihr, sag ich mal, wenn dann ihr jetzt wollt, dass es nicht runtergeht, dann kauft eines von diesen Instant Matts, ja. Die sind auch super geil. Aber der Lippenstift ist cremig ohne Ende und ich finde ihn wunderschön. Ich habe noch natürlich ein paar Produkte. Und zwar, ich trage momentan einen sehr, sehr, sehr schönen Highlighter. Ich habe keinen einzigen Highlighter von Kiko. Das hat mich auch sehr gewundert. Was ihr wissen wollt, ich habe mit einer ganz, ganz netten Verkäuferin gesprochen, die Luana. Und zwar befindet die sich im Gerber im Stuttgarter Zentrum. Und die süße Maus hat mir erklärt, dass es halt ganz arg viele Produkte gibt, die jetzt zum Beispiel komplett aus der Reihe verschwinden werden. Ich kann euch jetzt, wie gesagt, nur einen davon zeigen. Ich habe auch zum Beispiel noch einen geilen Rouge. Und ich habe, wie gesagt, einen Highlighter, den ich aktuell auch trage. Das ist dieser hier. Absolut geil. Butterweich von der Konsistenz. Leicht pudrig allerdings. Ja, aber trotzdem, das ist ein goldener Highlighter mit einem Touch Rosé irgendwie. Also der ist nicht ganz golden. Also das kann man jetzt nicht behaupten. Packaging, einfach nur geil. Kiko hat einfach mal mit Abstand die geilste Verpackung. Ich habe von diesen Lidschatten ein Arsch voll. Also ich habe Pigmente von denen, die haben sie leider aber rausgenommen. Bitte, Kiko, bringt sie bitte wieder zurück. Die waren unnormal schön. Und das Packaging haben sie halt, ihr seht ja, das ist jetzt ja nicht nur einfach so hingeklatscht, so lieblos, sondern es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Produkt. Und ich denke mir die ganze Zeit, die Farbe kennst du doch vom Highlighter. Denkst doch, die kennst du doch. Und knallhart, mein liebster Highlighter seit Monaten, das ist der MAC Snowball in Happy Dazzling. Wie ihr seht, ist der schon so krass geliebt, ja. Und ich habe mal ganz, ganz geil einen Dupe gefunden, der fast 1:1. Und zwar habe ich den hier aufgetragen und den hier. Leute, ihr seht überhaupt keinen Unterschied. Der Highlighter kostet um die 40 Euro und der kostet jetzt aktuell 6 Euro. Da gibt es, also das ist jetzt, ich sag mal, für den Medium Skin Tone der schönste Highlighter. Also das ist, wie gesagt, die 02 in Glow Fusion. Glow Fusion Powder Highlighter. Unnormal schönes Produkt. Wie gesagt, ein geiler Dupe zu dem vom MAC. Also, wie ihr seht, die Farbe ist einfach nur. Das ist auch so ein Rose Gold. Ich swatch euch den mal hier drunter. Das ist praktisch der von Kiko und das ist der von MAC. Also, ich persönlich sehe da gar keinen Unterschied. Ich habe ja wirklich kaum MAC-Produkte, weil ich die so ein bisschen umgehe. Ihr wisst ja, cruelty-free und so. Aber bei Kiko zum Beispiel, da ist einfach die Qualität so enorm gut, dass ich glaube sogar, dass die auch cruelty-free sind. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Und auf jeden Fall super geiles Produkt. Ich habe noch drei Produkte für euch und das war's auch dann schon. Dann habe ich noch einen Single-Lidschatten und zwar, die sind jetzt auch recht cool verpackt, muss ich sagen. Der Single-Lidschatten kostet normalerweise knapp 3 Euro und ich habe jetzt 1,80 Euro bezahlt. Und zwar wollte ich unbedingt dieses wunderschöne Mauve mitnehmen. Das ist ein ganz, ganz toller, ganz, ganz schlichter Ton, der aber unfassbar toll reflektiert. Das ist dieser hier. Ich fand den sehr gut vom Aufbau. Also ich zeige euch mal, was ich zu Hause habe an Produkten von Kiko. Also, wenn ihr irgendjemanden wissen wollt, der definitiv einige Kiko-Produkte hat, dann seid ihr bei mir an der richtigen Adresse, denn Jenny hat ganz viele. Seht ihr diese Schachtel hier unten? Das ist alles voll mit Kiko. Hier zum Beispiel sind komplett Pigmente und solche Töpfchen von Kiko. Also ich muss sagen, ich habe mich prädestiniert im Einkaufen, ja. Und diese Töpfchen zeige ich euch auch jetzt. Ich habe hier Cream Crush Lidschatten. Die waren eine ganze Zeit lang unfassbar geil, ja. Das Problem ist, die gehen halt nicht so gut, ja. Es gibt halt leider Gottes im Alltag
Wenn ihr nicht wisst, wie man das benutzt oder wie gesagt, wie man das aufträgt, ist das einfach ein ganz schwieriges Produkt. Weil, wie gesagt, also wenn ich so an Otto Normalverbraucher denke, und zwar jetzt nicht an Leute wie ich, die jetzt so auf die Straße gehen, ja, die wissen eigentlich gar nicht, was man damit machen soll, ja. Ich habe jetzt, wie gesagt, zwei Farben. Und zwar einmal in so einem, wie ist die Farbe? 09 ist das. Und die 06. Ja, das ist einmal ein Bronze und einmal so ein ganz toller goldener Ton. Ich swatch die Sachen. Ihr seht ja, das ist so eine richtig cremige Textur. Und ich swatch die euch hier. Also sehr, sehr schöne Konsistenz, wie ihr seht, ja. Ihr könnt damit sehr, sehr gut arbeiten. Ich kann halt wegen meinen Fingernägeln halt nicht so gut da reinlangen. Deswegen swatche ich die euch direkt einfach mit dem Pinsel. Ich habe mir den goldenen Ton vor allem mitgenommen, weil ich ja jetzt auch immer wieder nach Hochzeits-Make-up mich Ausschau halte. Also, das ist praktisch dieser goldene Ton, die 09, und das ist die 06. Beide sehr, sehr satt in Farbe. Wie gesagt, ich habe die gesamte Kollektion davon. Das sind praktisch ein paar neue Farben, die sie aber leider jetzt auch rausnehmen. Ja, also es ist leider Gottes immer etwas schwierig bei Kiko. Kiko orientiert sich natürlich nach Trends. Das ist ganz normal. Das machen alle. Aber das Problem ist halt echt auch geile Sachen, die einfach mal unnormal schön sind, gehen leider aus dem Sortiment raus. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil ich einfach denke, ha, jetzt hast du dich so gewöhnt, jetzt ist es doch nichts. Mein persönliches Highlight ist von der Arctic Holiday Collection. Das ist eine Kollektion, die gibt es erst seit November. Und können wir bitte mal über das Packaging sprechen? Das ist eigentlich auch wirklich total ein Packaging, so wie ich das in dieser MAC LE entdeckt habe. Und das da hat mich total impressed. Schaut mal. Also einfach nur geil. Also es ist ein kleiner Kiko-Beutel. Das sieht so hochwertig aus. Das ist schon unnormal, ja. Und dann, das ist hier das Packaging. Das sieht aus wie so ein schönes Glückskleeblatt. Und das ist ein Blush. Und zwar, ihr habt auch einen super schönen Spiegel drin. Und zwar könnt ihr das sehen, Leute. Das ist 1:1 das, was ich unter Nars Orgasm verstehe. Ja, der Orgasm ist praktisch ein rot reflektierend mit goldenen Schimmer. Ja, und ihr seht den Blush auch hier. Ich versuche den jetzt auch mal aufzutragen. Und zwar, ich habe hier so einen Blushpinsel von einer LE von Ebelin. Super krass im Payoff. Ich hoffe, da knall ich mir jetzt nicht alles voll. Das ist ein Blush, den ihr praktisch. Als ich finde, eigentlich als Topper benutzen. Es geht eigentlich nicht komplett so. Seht ihr das? Das gibt so einen unfassbar frischen und subtilen Schimmer. Das ist von der Arctic Holiday, der Dreaming Coral. Ich kann es immer nur sagen, die Qualität von der Nikiko Cosmetics, Leute, ich bin total geflasht oft. Auch zum Beispiel diese Asia Touch. Also da gab es auch geile Kajalstifte, wo ihr unnormal schöne Wings ziehen konntet. Das, wie gesagt, waren eigentlich die Items, die ich gekauft habe. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne unten in die Kommentare, was ihr von Kiko mal gekauft habt und was ihr unnormal gut fandet. Ich finde auch zum Beispiel die Liebe zur Verpackung sehr, sehr schön. Sie haben noch Weihnachtsverpackungen gehabt. Sie haben mir und meiner besten Freundin alles eingepackt und ich fand das so schön. Also mit so viel Liebe und ihr kriegt dann so eine schöne Tasche. Und was ich auch sagen muss, Leute, also an alle Kiko-Mitarbeiter da draußen, die sind unnormal freundlich. Also ich kenne das überhaupt nicht, dass die Mädels erstmal sehen die unnormal gut aus. Die sind immer top. Tipptopp geschminkt, Leute. Da läuft keine Eumeline rum, die irgendwie meint, wie im Douglas zum Beispiel. Das muss ich auch leider bemängeln. Die eigentlich gar nicht aussieht, wie wenn sie Make-up verkauft hätte, ja. Aber mir erzählen will, dass dieser Blush mir nicht steht zum Beispiel. Die Mädels sind wirklich sehr prädestiniert und ich finde auch, sie haben auch aufhand dessen, wie ich geglotzt habe auf die Produkte, haben die mich auch recht in Ruhe gelassen. Sie wussten genau, okay, die swatcht, die schaut. Na, lassen wir sie mal in Ruhe. Ich glaube, die könnte wissen, was ihr steht. Also, wie gesagt, ihr seht ja, der Highlighter und der Schimmer zusammen an sich, der Rouge, sieht einfach nur gesund aus. Es sieht jetzt gar nicht so krass aus. Ich habe einen ähnlichen Blush. Ich habe nur vergessen den Namen von Sleek.
Ja, den kriege ich leider noch nicht mehr. Der heißt, glaube ich, Rose Gold oder so. Das ist so ein ganz kleiner. Und der da habt ihr den krassesten Ersparnis gemacht. Der Blush ist richtig teuer, Leute. Der kostet über 20 Euro. Richtig arschteuer bei Kiko. Wenn ihr das aber im Sale kauft, kriegt ihr das für die Hälfte. Und ich habe es jetzt für 11,75 € gekauft. Und ich muss sagen, ich bin unnormal zufrieden mit meinem Haul. Wie gesagt, vergesst nicht, an meiner Verlosung teilzuhaben. Ich schreibe euch nochmal alles in die Infobox rein. Und wir sehen uns auf jeden Fall, ich schätze mal, am 30. wieder, weil am 30. werde ich ein Kooperationsvideo mit der lieben Alida machen. Und da werden wir unsere Jahresfavoriten, also jeder stellt 10 Jahresfavoriten vor aus jeder Kategorie. Seid auf jeden Fall gespannt, bleibt mir auf jeden Fall gewogen. Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder im nächsten Video. Auf Wiedersehen!